Ach was, kein Problem. Ich bin eine Elfe. Ich bin fit. Na was wohl? Ich hole dieses Buch aus MacGuffins Geheimkeller und bringe es zum Erzmagier. Nein, die waren schon weg, als ich ankam. Haben den Käfig aufgesammelt und sind auf und davon. Jetzt hängt es an uns, dieses Buch zu holen. Natürlich muss ich nicht, aber naja, es scheint sehr wichtig zu sein. Und auch wenn es vielleicht nicht wichtig ist, diese dunklen Typen wollen das Buch haben. Besser wir holen es aus dem Keller, bevor die es in die Finger bekommen, oder? Dann hilf mir eben nicht. Flieg doch nach Hause. Aber sag meinen Eltern nichts. Undankbares Federvieh. Eine alte Gießkanne aus Metall. Selbst für Gremlin-Verhältnisse ist sie klein. Einige gestapelte Holzscheite. Mit so einem kleinen Vorrat wird MacGuffin nicht durch den Winter kommen, nicht mal durch den Herbst. Drei sollten reichen. Ein auf dem Kopf stehender Blumentopf aus Ton. Darunter liegt ein Stein. Das dürfte ein Feuerstein sein. Ich stecke ihn ein. Vermutlich wollte der Professor verhindern, dass der Stein nass wird. Das geht verdächtig leicht. Das Seil ist gerissen und der Eimer dürfte am Grund des Brunnens liegen, dort, wo er niemandem hilft. Das sollte halten. Probieren wir es mal. Funktioniert. Damit habe ich eine Gremlin-Gießkanne voll Wasser. Sieht aus wie ein uralter Sarkophag. Seltsam. Hier an der Seite sind Scharniere wie bei einer Tür. Schade, nur eine stinkende Mumie. Was haben wir hier? Was tust du, Mortimer? Was zum... Habt ihr... Hast du gesprochen? Du sprichst? Ich? Nein. Doch, ganz offensichtlich. Was ist offensichtlich? Na, dass du sprechen kannst und es auch tust. Aber selbstverständlich. Aber eben meintest du, du würdest es nicht. Warum bist du so komisch, Mortimer? Ich bin nicht Mortimer. Wo ist Mortimer? Heißt MacGuffin der Gremlin-Archäologe, der hier lebt so? Wie? Mortimer. Ja? Du heißt Mortimer? Aber nein! Ich glaube, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. Ich glaube, du wirst langsam tüttelig, Mortimer. Vermutlich gibt es nur wenig Sauerstoff im Sarkophag. Etwa halb voll mit Wasser.
Na toll, darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Typisch Junggeselle, alles liegt durcheinander. Teller, Töpfe, Becher. Und an allem klebt eine Mischung aus Staub, Fett und toten Fliegen. Ein kleiner altertümlicher Schild. Die Innenseite ist blank poliert. Scheint der Rahmen eines Spiegels zu sein. An den Rändern hängen noch einige Stücke Spiegelglas. Der Spiegel ist so gedreht, dass er den Kamin zeigt. Seltsam. Nicht ganz so gut wie ein echter Spiegel, aber ich kann mein Spiegelbild sehen. Sieht gut aus, wie immer. Ich glaube, das sind Dinge, die der Professor für seine Ausgrabungen benötigt. Pinsel, eine kleine Schaufel, ein Sieb. Ich stecke das Sieb ein. Der Rest sieht ziemlich unbrauchbar aus. Altes Pergament und vergilbte Papiere. Gefüllt mit Texten in verschiedenen ausländischen Sprachen. Adunash und Vestron, Quenya und Sindarin. Und technische Zeichnungen in Kustul. Eine steinerne Truhe, die in einer Holzkiste steht. Die Holzkiste sieht sehr billig aus. Es könnte sich um eine Lagerkiste handeln. Die Steintruhe ist verziert und auf ihr stehen Schriftzeichen. Ich kann sie nicht lesen. Was soll schon passieren? Sand. Kommt es mir nur so vor oder ist es hier gerade wärmer geworden? Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Keine Ahnung, ob da sonst noch etwas drin ist. Ich kann den Sand ja schlecht Korn für Korn durchwühlen. Da ist etwas drin. Ein kleiner Messingschlüssel. Eine kleine Holzschachtel. Sieht nicht antik oder allzu wertvoll aus, aber trotzdem eine schöne Arbeit. Mal sehen. Im Kästchen liegt ein Stück Papier. Der Zettel ist eng beschrieben. Deus ex machina. Der Geist in der Maschine, lautet die Überschrift. Da ist auch eine Zeichnung von einer Steinfigur. Zu ihren Füßen steht eine Schüssel mit einer Flüssigkeit.